Ich war sehr überrascht, dass man so viel in 30 Sekunden über die eigene Praxis wiedergeben kann. Bei uns wird ein Video gedreht, das kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen. Das war vollkommen überraschend, war sehr positiv. Ein Imagevideo ist die emotionale Präsentation der wichtigsten Werte eines Unternehmens. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall die Zukunft, ne? Als ich das Produkt hinterher gesehen habe, hat es mich schier begeistert. Ich finde, das Video ist der Hammer geworden, keine Frage. Ich könnte es mir jeden Tag mehrmals ansehen. Ich kann mich eigentlich gar nicht satt sehen an dem Video. Die Faszination bewegter Bilder ist immer noch so mächtig, dass sich der moderne, neugierige Mensch dem gar nicht entziehen kann. Man selbst sieht sich ja immer sehr kritisch, kritischer wahrscheinlich als andere. Wenn man seine eigene Stimme zum ersten Mal hört, findet man die furchtbar. Wenn man sich selbst sieht, wie man erscheint, wundert man sich auch manchmal. Das Ergebnis, wenn man sich selber sieht, und da bin ich wahrscheinlich auch wieder extrem, nee, ich glaube, das machen ganz viele. Wenn die sich auf dem Video sehen, finde ich mich sowas von bescheuert auf diesem Video. War natürlich schon recht komisch in der Magengegend, muss ich sagen. Aber zumindest habe ich von meinen Mitarbeitern gehört, dass das alles ganz gut rüberkommen soll. Nicht ganz gut, sondern sehr überzeugend sogar. Na, der Film kann zumindest, denke ich mal, viel mehr Emotionen erwecken als eine auch super ausgefeilte Objektbeschreibung. Ich habe bei diesem Film selbst mitgemacht, weil ein Produkt eigentlich nur dann was werden kann, wenn man engagiert mitmacht, genauso wie ich von meinen Patienten erwarte, dass sie mitmachen, wenn sie schöne und gesunde Zähne haben wollen. Video ist eben absolut authentisch. Kann derjenige das, was er mir anbietet? Glaube ich ihm das? Ein Zuschauer entscheidet hier ganz spontan, eben rein emotional. Der Arbeitsaufwand für uns war minimal, wenn ich bedenke, wie top das Ergebnis geworden ist. In einem Video könnte ich das natürlich, ich könnte es live darstellen. Ich gebe es dem Kunden eigentlich vor, wie es tatsächlich ist. Ist es vielleicht auch für jemanden wichtig, wie wird ein Brot gebacken, der Bäcker zum Beispiel oder der Metzger, wie wird eine Wurst gemacht, dass man einfach mal sieht, Mensch, der Schlachter von nebenan, der hat einfach mal ein Video über sich gedreht, finde ich toll. Ich würde gerne bei einem Tischler mal zuschauen, wie ein Möbelstück gemacht wird. Das war früher ein Berufswunsch von mir, aber das habe ich nicht geschafft.